Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid bei meinem neuen Dufthall-Video. Ist eine Weile gegangen, aber ist recht viel passiert in letzter Zeit. Aber jetzt bin ich ja da und kann wieder loslegen. Vorab vielleicht noch eine kleine Info zu meiner ersten Verlosung. Die, die ja schon meine anderen Videos gesehen haben, wissen ja, dass ich, ja, sobald ich 10 Abonnenten habe, meine erste Verlosung machen will. Ich werde ja so Duftpäckchen zusammenstellen und verschicken. Und ich habe gestern festgestellt, dass ich schon 9 Abonnenten habe. Ich danke euch vielmals, diesen 9 Stück, dass ihr meinen Kanal, oder ja, meinen Kanal abonniert habt. Ich habe echt mega Freude. Und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ich in näherer Zukunft noch die 10. Person finden würde, die mich auch abonniert. Weil ich habe auch gestern angefangen, die Duftsäckchen oder Duftgeschenkchen zusammenzustellen. Bin noch nicht fertig, aber sie werden demnächst parat sein und ich hoffe, ich kann sie auch bald auf Reise schicken, damit sie dann ankommen. Ja. Aber ich bin ehrlich gesagt auch überrascht, dass ich jetzt schon 9 Stück habe. Und ich freue mich riesig, wirklich. Also danke, danke, danke. Jetzt aber schwenken wir zum Dufthall über. Ich habe bei meinem neuen deutschen Online-Shop gekauft. Der gibt es etwa seit knapp 2 Monaten, glaube ich, und heisst The Sparkle. Sie wollten sich zuerst eigentlich ausrichten auf Badesachen. Aber wegen einem Gesetz, das irgendwie verabschiedet worden ist, haben sie ja, haben sie dann nicht können machen und haben darum entschieden, sie machen selber von Hand Duftmails. Und ihr werdet es gerade sehen, es ist wieder dermaßen ein optisches Highlight mit so viel Liebe und Detail gemacht. Also ich kann euch den Shop nur empfehlen. Ich finde eh so, ja, so handgemachte Sachen sollte man unterstützen, auch wenn sie ein bisschen teurer sind. Aber ja. Ich habe auch schon 2 getestet von diesen Düften, die ich gekauft habe, und werde auch gerade dazu eine kleine Review geben. Und ja, ich würde sagen, wir legen los. Sie haben verschiedene Formen im Shop. Die kleineren kommen da aber meistens in dieser süßen Verpackung über. Das ist so eine Schächtel. Da jetzt auch noch ein Kleber, Sparkle drauf. Und ja, es gibt aber natürlich auch größere Formen. Ich zeige es heute noch, eine habe ich, die nicht in diesen Boxen verpackt sind, aber die meisten sind, glaube ich, in diesen Büchsen, was ich auch schon mega herzig finde, wenn ihr es verschenken wollt. Ich finde auch für einen selber ist es herzig, wenn ihr so Dinge habt. Da unten dran steht dann auch immer noch der Duft und auch das Datum, wenn das sich gegossen hat. Und da, der erste Duft, ist Zuckerwatte. Und da kommen da so 3 herzige Sternchen über in rosa Weiß. Und Zuckerwatte schmeckt nach meinem persönlichen absoluten Lieblingsduft Pink Sugar. Und der ist schwer zu beschreiben. Also, ich kann jedem eh nur empfehlen, probiert Pink Sugar. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es jemanden gibt, der den Duft nicht mag. Es ist süß, es ist fein, es ist, oh, einfach der Hammer. Das heißt bei der Sparkle Zuckerwatte. Der nächste Duft, den habe ich schon in der Lampe gehabt. Und der heißt Relax. Da kommen dann auch wieder 3 Sterne über. Diesmal sind es aber grün-weiß. Und den hatte ich in der E-Lampe, also in der elektrischen Lampe, nicht in der Duftlampe mit dem Teelicht. Und ich muss sagen, den habe ich trotzdem sehr gut wahrgenommen von der Duftintensität. Und das ist ein mega feiner Wellness-Duft. Sehr zart, sehr dezent, aber eben man nimmt ihn wahr. Wie eine feine Bodylotion. Also Relax kann ich nur empfehlen. Der nächste Duft ist der, den ich in der normalen Duftlampe hatte. Und der heißt Frosted Cupcake. Und da gibt es 3 so Türmchen. Seht ihr, da sie verziert die auch ähnlich wie Sweet Mamselle mit so Glitzer und Sternchen. Und der, muss ich sagen, der schmeckt im kalten
Zustände mega fein. Also so kuchig, halt Frosted Cupcake. Aber in der Lampe ist ja mir persönlich zu dezent. Also man nimmt den schon wahr, aber nur so ein Hauch und ja. Also ich habe es halt gern, wenn es wirklich den Duft den Raum füllt. Und da hat der leider nicht gemacht. Aber für Leute, die auf dezente Duft stehen oder eben nicht so starke verträgen, Frosted Cupcake. Den einen, der wiederum sehr stark im kalten Zustand ist, in der Lampe weiß ich noch nicht, aber ich denke, wird er auch sein, ist Marzipan. Marzipan kommen da so 3 Herzen über. Und ja, wie er heisst. Ein mega feiner, süßer, etwas würziger Marzipan-Duft. Auf den freue ich mich auch schon. Den habe ich, die Duftrichtung Rock Candy. Das sind auch wieder 3 Sterne. Damals in Blau-Weiß. Auch mit Glitzer dekoriert. Und die schmecken nach einem Lash-Produkt. Achtung, Lash-Fans. Und zwar nach der Duftrichtung Rockstar. Und ich habe das sehr gerne, weil ich habe von Rockstar Seife. Ich weiß auch nicht, ob es bei Lash noch andere Produkte gegeben hat in der Rockstar Richtung. Ja, und die schmecken total danach. Und ja, ich habe das gerne. Und alle Lash-Fans sicher auch. Also schaut euch Rock Candy an. Den einen, den ich auch mega fein finde, ist Wedding Day. Da kommen da so 3 herzige Schmetterlinge über. Mit so rosa Glitzer. Und das ist wieder ein eher ein dezenter Duft. Und das steht mir auch wieder super vor für Schlafzimmer. Ist auch so ein bisschen ein pudriger, ein bisschen Weichspülerduft, aber sehr dezent, also nicht so typische Cotton Fresh oder so Duft. Viel dezenter und weicher. Also mega fein. Wedding Day kann ich auch noch empfehlen. Dann haben wir Seaside Holiday. Und da kommen da 6 so Pyramiden über. Und der geht jetzt schon eher in die Wäschduftrichtung. Der ist auch intensiver. Ja, der ist intensiver. Der erinnert mich an etwas, aber ich kann nicht sagen, was. Ich muss ihn mal brennen lassen. Da bin ich noch unsicher, ob mir der gefällt. Wenn er nicht so intensiv ist, sicher auch ein guter Schlafzimmer. So, und zum Schluss habe ich eben einen, der ein grösserer, der nicht in diesen Dingen verpackt wird. So normal in einem Plastikding. Und das ist wie so ein bisschen, ja, so ein bisschen eine Gugelhopf-Form. Und der, also das ist so, hat oben auch rosa Glitzer. Ist also ein grosses Ding, da könnt ihr glaube ich fast stritteln. Den habe ich in der Duftrichtung Oatmeal, Milk and Honey. Also Haferflocken, Milch und Honig. Und also es gibt Leute, die das nicht gerne haben, es gibt Leute, die es gerne haben. Ich habe es gerne. Ich habe es eben schon mal von der Sweet Mamsell gehabt. Ja, auch eher ein Foodie-Duft, aber ein dezenter Foodie-Duft. Also, ich liebe den Duft. Ja, und das war es also auch schon gewesen. Das war eben meine Erstbestellung gewesen, aber ja. Ich habe schon eine zweite Bestellung in Aussicht, die ich machen will. Und eben, sie tun auch stetig ihr Sortiment erweitern. Und eben, sie haben auch viele andere herzige Formen und Düfte. Und ja, schaut es mal an. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Gut, ihr Lieben, das wäre es gewesen. Ich wünsche euch noch eine gute Zeit, einen schönen Tag und wir werden uns bald wiedersehen, weil ich habe nochmal einen Haul von einem englischen Shop. Und ja, dort hat es auch ein paar interessante Düfte dabei. Und ja, macht's gut und bis bald. Tschüss zusammen.